Buenas noches, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Ingrid Fankhauser und ich möchte Sie im Namen des Österreichischen Lateinamerika-Instituts und der Wiener Volkshochschulen sehr herzlich begrüßen. Wir freuen uns auch heute wieder über die zahlreichen virtuellen Besucher und Besucherinnen, die mit uns in die indigene Kultur Mesoamerikas eintauchen. Der heutige Vortrag »Ohne Mais stirbt die Seele«, Mais im Zentrum von Ökonomie, Religion und Identität, ist der dritte und vorletzte Vortrag innerhalb der Reihe »Die Aztekinnen«, die wir in Kooperation mit dem Weltmuseum durchführen. Für heute haben wir wieder eine spannende Expertin, nämlich Patricia Zuckerhut, eingeladen, die am Institut für Kultur und Sozialanthropologie tätig ist. Sie war auch Leiterin des interdisziplinären Universitätslehrgangs für höhere Lateinamerika-Studien an der Universität Wien, ist Mitglied der Forschungsgruppe Geschlecht, Macht, Kultur, anthropologische Perspektiven, Fragezeichen, und ist außerdem im Forschungsverbund Lateinamerika und der Universität Wien tätig. Noch zu Ihrer Information. Nach dem Vortrag gibt es Zeit für Rückfragen. Bitte schreiben Sie diese in den Chat und ich werde danach die Fragen an die Vortragende weiterleiten. Und nun wünsche ich Ihnen einen spannenden Abend mit der Mesoamerika-Expertin Patricia Zuckerhut und ein Eintauchen in diese faszinierende Welt. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier präsentieren darf, auch wenn es mir im Weltmuseum direkt wesentlich lieber wäre, wie Ihnen wahrscheinlich auch. Wenn ich heute, vielleicht noch zu Beginn, es kann manchmal ein bisschen dauern, bis Sie die Folien, die nächste Folie sehen. Also nicht verzweifeln, wenn ich über etwas spreche, wo das Bild noch nicht zu sehen ist. Wenn ich heute hier über die Bedeutung des Mais bei Nahuatl- und Nahuatl-sprachigen Menschen in Mexiko referiere, dann tue ich das auch oder vor allem um den drohenden Verlust aufgrund von nach wie vor stattfindenden epistemisch-ontologischen Formen von Gewalt, also sprich Formen der Gewalt, die Wissenssysteme betreffen und die das gesamte Sein betreffen, einer Gewalt, die womöglich zu Epistemiziden und Ontoloziden führt, also zur Vernichtung der gesamten Wissenssysteme und Seinssysteme. Das ist eine Gewalt, von der wir alle auf gewisse Art und Weise betroffen sind, an der wir uns in verschiedenen Varianten mitbeteiligen. Ich möchte zum Einstieg drei solcher Formen von Gewalt, also drei Formen von Enteignungen, Enteignungsprozessen bezogen auf Mais nennen, um eben aufzuzeigen, also beispielhaft aufzuzeigen, wie man sich das vorstellen kann. Und danach möchte ich eingehen auf die Bedeutung des Mais in San Miguel Zinacapan, Zalan, also im mexikanischen Bundesstaat Puebla, wobei ich immer wieder Bezüge herstellen werde zu den vorkolonialen Mexica, also den AztekInnen, einfach um das Mechanische in diesen Epistemologien und Ontologien aufzuzeigen. Das erste Beispiel, also der erste Enteignungsprozess, auf den ich mich beziehe, der fand im 19. Jahrhundert statt. Und zwar gab es da in Mexiko ernsthafte Versuche, den Anbau und den Konsum von Mais durch den Anbau und den Konsum von Weizen zu ersetzen. Und zwar ging man davon aus, also gingen die Europäerinnen davon aus, der Weizen sei das hochwertigere Lebensmittel. Das würde man daran sehen, dass die Europäerinnen die hochwertigeren Menschen seien, die eben rund um die Welt Menschen kolonisieren. Und deswegen müssten die Indigenen und ländliche Mexikanerinnen auf den Konsum von Verzicht übergehen zum Anbau und Konsum von Weizen. Das ist erfreulicherweise bis heute noch nicht durchgängig gelungen. Als zweites Beispiel möchte ich die 2007 stattfindende Tortilla-Krise nennen. Und zwar
wurde in den Jahrzehnten zuvor das spanische System der Selbstversorgung mit Mais mehr oder weniger untergraben. Und zwar im Zusammenhang mit einer neoliberalen Politik, wie sie beginnend mit den 1980er Jahren durchgesetzt wurde, neoliberalen Wirtschaften, und ganz besonders sieht man das dann im Zusammenhang mit NAFTA, dem Freihandelsabkommen USA, Mexiko und Kanada, ein Freihandelsabkommen, das durch die Trump-Regierung aufgekündigt und dann wieder aufgelegt wurde. Ja. Und im Zuge dieses Abkommens wurde auch Ejidoland, also gemeinschaftlich privatisiert, und vor allem auch wurden Förderungen an Kleinproduzenten, Kleinproduzentinnen für den Anbau zum Beispiel von Mais gekappt, um den freien Markt nicht zu stören. Und in Folge führt das dazu, dass die mexikanische Bevölkerung immer mehr abhängig wird vom vom Maisimporten aus den USA. Das war jetzt längere Zeit kein Problem, aber es wurde dann schließlich der amerikanische Mais benötigt für Biotreibstoffe, und dadurch kam es zu sehr starken Preiserhöhungen für dieses Lebensmittel in Mexiko. Und das führte dazu, dass die Bevölkerung eben eine Tortilla-Krise, wie schon gesagt, hatte, dass es zu wenig Mais gab. Mais oder Tortillas sind das Grundnahrungsmittel in Mexiko, so wie bei uns das Brot. Es kam logischerweise in der Folge auch zu einer Gegenbewegung, wo Sie hier das Bild hoffentlich schon sehen. Sin Maíz No Hay País, eine Bewegung, die sich unter anderem auch für ein Verbot von genmanipulierten Mais in Mexiko einsetzt und einsetzte. Ich bin dem jetzt nicht nachgegangen, was diese Bewegung, die es heute noch gibt, jetzt macht, wie stark sie ist und so weiter. Aber wie gesagt, es gibt diese Bewegung noch. Und ich möchte jetzt anschließend daran, also dieses Sin Maíz No Hay País setzt sich eben auch für das Verbot genmanipulierten Maises ein. Und das dritte Beispiel bezieht sich gleich im Anschluss darauf, dass im April 2020 ein Gesetz zur Förderung, zum Schutz des einheimischen Maises erlassen wird. Und da fragt man sich, ist das jetzt ein Erfolg oder nicht? Ja? Auf den ersten Blick scheint es so. Wenn man genauer schaut, ist es nicht wirklich ein Erfolg. Der Strategieplan 2030, Mais für Mexiko, der enthält zwar auch Pläne für die Selbstversorgung und den Schutz der biologischen Vielfalt, aber für diese Selbstversorgung, und diese Selbstversorgung sollte vor allem von kleinen und mittleren ProduzentInnen geleistet werden, dafür wird die Verwendung von Zuchtmais, und zwar vor allem von Hybridmais, vorgeschlagen. Und es ist auch vorgesehen, die Ausweitung der Anbauflächen von Zuchtmais um 1,7 auf 7 Millionen Hektar zu erweitern. Und im Deckmantel, Dutzes, Milpa und der Biodiversität sollen jene geografischen Orte identifiziert werden, an denen einheimische Maissorten auf traditionelle Art und Weise angebaut werden, wie es heißt. Also in Form der Milpa, die Sie hier sehen oder sehen sollten. Die Milpa als eine sehr alte mesoamerikanische Form der Mischwirtschaft. Der Georg Grünberg hat es in seinem Vortrag schon erwähnt, in der Mais, Bohnen, Kürbisse im Idealfall zusammen angebaut werden. Und diese Pflanzen, diese drei Pflanzen, stützen sich gegenseitig im Wachstum, in der Versorgung mit Nährstoffen aus dem Boden. Weiter. Ja.
indem ich die bestimmte Regionen, also in denen eben einheimische Maissorten auf traditionelle Art und Weise angebaut werden, als solche identifiziert werden, werden gleichzeitig alle Regionen, wo dieser Mais, die nicht als solche identifiziert werden, eben zu Orten, wo alles Mögliche, mit allen möglichen und unmöglichen Methoden angebaut werden kann. Und damit haben Saatgutkonzerne wie Monsanto, die übrigens an diesem Entwurf mitgearbeitet haben, freien Raum für ihre Technologiepakete, also Düngemittel, Saatgut, Pestizide. Und es besteht die nicht unbegründete Angst, dass sich Saatgutkonzerne mittels Saatgutbanken, Katalogen, Datenbanken, Systematisierungsprozessen, alles angeblich zum Schutz der Milpa, dieses Wissen über die Biodiversität des Milpa-Systems aneignen und damit eben eine massive neue Form der Enteignung der kleinen ProduzentInnen, viele von ihnen indigen, stattfindet. Mais ist eines Lebensmittel in den Amerikas. Die Anfänge des Maisanbaus findet man in Guatemala und Südwestmexiko. Man hat vor allem am Rio Balsas Funde gemacht. In der Zeit um 8700 vor unserer Zeit, da wurde zunächst Teosintle, eine Vorform des Mais, geerntet. Sie sehen das im oberen Bild. Und diese Vorform des Mais wurde geerntet, gepflegt und schließlich entwickelte sich daraus sehr Mais, also das, was der heutigen Maispflanze praktisch entspricht. Es dauert dann bis 1200 unserer Zeit, bis der Mais zum mesoamerikanischen Grundnahrungsmittel wird. Kurz zum Begriff Mesoamerika, da hat der Gegenberg auch schon gesprochen. Mesoamerika ist ein kultureller Begriff, kein geografischer Begriff. Er bezieht sich eben auf diese kulturellen Ähnlichkeiten aufgrund von langen Verflechtungen über Handelsbeziehungen und andere Beziehungen. Und es um diese, die Region Mesoamerika umfasst grob gesprochen Zentralmexiko, Südmexiko, Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador, Teile von Nicaragua. Es gibt heute in Mesoamerika circa 60 verschiedene Maissorten. Und der Mais ist heute noch ein wesentliches Identitätsmerkmal von vielen Menschen in Mesoamerika. Und als beispielhaft dafür diese Bedeutung Mais können eben die Einwohnerinnen von San Miguel Tinacapan im Bezirk Cuetzalan, mexikanischen Bundesstaat Puebla, gesehen werden. Sie haben hier auf der Karte oben, hier haben Sie Cuetzalan. Die Region zeichnet sich dadurch aus, dass es einen sehr hohen Anteil an Indigenen gibt. Es gibt an die 70% Nahuatl-sprachige Menschen und 10% Totonaca-sprachige Menschen. Wobei, was immer wieder betont wird von den Leuten vor Ort, dass Nahuatl nicht mit dem Nahuatl verwechselt werden darf. Also das Nahuatl ist das, was in Zentralmexiko gesprochen wird und was auch von den vorkolonialen Mexica, besser bekannt als AztekInnen, gesprochen wurde. Es gab vermutlich eine Kolonisierung durch die Mexica, durch die AztekInnen in der Region in der vorkolonialen Zeit. Der Jürgen Stowasser hat ja auf die doch mehr oder weniger aggressive Politik der Mexica hingewiesen. Aber die nahuatlsprachigen Menschen hier gehen vor allem auf Einwanderinnen aus dem Süden zurück. Es gibt da Überlegungen, dass sie eventuell auch aus Nicaragua gekommen sind. Das Gebiet war lange Zeit sehr gänglich. Das heißt, die europäische Kolonisierung hat sich darauf beschränkt, dass Tributgüter abgezogen wurden, Tributleistungen abgezogen wurden. Man sieht da an dieser steilen Landschaft, ja, diesen steilen Bergen,
da kann man sich gut vorstellen, wie schwer das zugänglich ist, sowohl von der Küste her als auch vom zentralen Hochland her. Abgesehen von dem, also von dem ausschließlichen Abziehen von Tributgütern und Tributleistungen, was für uns wichtig ist, ist, dass auch die christliche Missionierung nicht durchgängig einheitlich intensiv erfolgt. Ja, christliche Missionierung beschränkte sich auf die zentrale Ortschaft, nämlich das heutige Kretalan. Da hatten sich die Franziskaner niedergelassen. Und wenn Sie es schon sehen, hier auf dem Bild findet sich die Kirche des Franz von Assisi. Allerdings ist die aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Die Kirche ist fotografiert worden von einem Fotografen aus Zinnagappern in der beginnenden, also im Frühjahr 2020, Corona-Zeit. Deswegen ist es auch so leer da vor der Kirche. Das ist nicht normal. Also normalerweise wurdelt es dort von Leuten. Oder mittlerweile ist es leider normal. Ja, also im heutigen Kurzalan haben sich die Franziskaner niedergelassen. Es gab in der Kolonialzeit auch einen Priester, der hat sogar Nauert gesprochen. Aber er hat es doch vorgezogen, eher in der Bezirkshauptstadt zu bleiben und nicht selbst in die kleinen Ortschaften oder gar in die abgelegenen Gehöfte zu gehen. Sprich, er hat indigene Laienpriesterinnen angelernt, die in den Ortschaften das Christentum verbreiten und vor allem die Rituale überwachen und durchführen sollen. Und das führt zu einer sehr stark mesoamerikanisch regimentierten Variante des Christentums, in der sich doch sehr, sehr viele Elemente vorkolonialer Vorstellungen und Handlungswelten, Handlungsweisen finden, wenngleich diese Ontologien, also diese Seinssysteme nie statisch sind, sondern sie sind in ständiger Veränderung. Es wird immer wieder auf neue Herausforderungen, auf neue Impulse reagiert, immer wieder neue Aspekte werden integriert. Ja. Also man kann nicht davon sprechen, dass da irgendwie ein Jahrtausende altes System unverändert vor sich hin existiert, sondern es ist ein sehr kreatives, fluides, lebendiges System. Vielleicht auch zu dem Bild noch, das Sie hoffentlich schon sehen, da sehen Sie ja die Heilige Familie und die Maria ist jetzt nicht vorkolonial oder mesoamerikanisch geprägt, aber doch eine eindeutig als Nauerfrau zu erkennen durch ihren Kopfschmuck. Auch die Babytrage entspricht den Babytragen, wie sie die Nauerfrauen vor Ort haben. Und um den Hals trägt sie eine rote Halskette. Darauf komme ich später zu sprechen. Und sie hat, das sieht man schlecht, einen Huipil. Also so einen Huipil aus so einem Spitzengewebe. Das ist auch typisch für die Kleidung der Frauen vor Ort. Diese mesoamerikanisch-kolonial-modern-postkoloniale Variante von Indigenität, die spiegelt sich in allen Bereichen des Lebens und auch betreffend die Bedeutung des Mais. Und auf diese mesoamerikanische Prägung möchte ich eben heute hier Bezug nehmen, wobei ich eben immer wieder weise auf vor- und frühkoloniale Aspekte, wie sie auch bei den Mexica, den AztekInnen, zu finden sind. Andererseits, weil die Vortragsreihe ja in Verbindung steht mit der Ausstellung zu den AztekInnen und andererseits, weil es hier sehr viele Quellen gibt und das Mesoamerikanische lässt sich da ganz gut erkennen. Ja. So, bereits Anfang der 1970er Jahre konstatiert die mexikanische Anthropologin Lourdes Arispe, dass der Anbau von Mais ein Luxus sei, der durch die Erzeugung und den Verkauf von Cash Crops, damals war es der Kaffee, finanziert wurde. Weshalb sie hier auf dem rechten, hinter der Maispflanze im Vordergrund einen Kaffeestrauch sieht. Du weißt, dass eine Komplementarität Mais und Kaffee gab und teilweise noch gibt. Anfang der Jahre, bei meinem ersten Aufenthalt in Zinnagappern, wurde mir Ähnliches mitgeteilt. Zusätzlich aber hat es geheißen,
Wir bauen Mais an, dann haben wir immer was zu essen. Und das ist etwas, was sich gerade im letzten Jahr, also 2020, als sehr klug herausgestellt hat, dass sie Mais anbauen. Ja? Weil eben durch die Corona-Krise die Einkommensmöglichkeiten der indigenen Bevölkerung drastisch reduziert sind, man könnte fast sagen auf null reduziert sind, und daher die Subsistenzwirtschaft notwendig ist für das Überleben. Aber der Mais hat nicht nur diese subsistenzökonomische Bedeutung, sondern eben auch eine sehr stark spirituelle, ontologische Bedeutung. Im Umgang mit dem Mais spiegelt sich eine kosmozentrische Ontologie der Masewalme. Und mit dem Begriff Masewalme, das ist die Selbstbezeichnung der ortssprachigen Bevölkerung Kurzalans, komme ich zu meinem ersten Bezug zu den vorkolonialen Mexica, bei denen nämlich es zwei große gesellschaftliche Klassen gab. Einerseits die Pipiltin, also Billy heißt Sohn, heißt Kind. Das waren die, wie das von den Spaniern wurde, die Adeligen. Und dann gab es die bäuerliche, freie Völkerung, die Masewaltin, deren Männer eben primär, so wie das bei den heutigen Nahua auch der Fall ist, mit dem Maisanbau in Verbindung gebracht wurden. Während die Frauen primär mit der Verarbeitung von Mais assoziiert wurden, auf dem Bild oben, die Frauen sind allerdings keine Masewaltin-Frauen, sondern von der Kleidung her Bibiltin-Frauen. Aber man sieht die Maisverarbeitung. Die ist in beiden, also bei Bibiltin wie bei Masewaltin gleich. So. Was heißt jetzt aber kosmozentrisch heißt, dass der Mensch, wie auch jedes andere Wesen, das existiert, mit allen Aspekten des Kosmos in Verbindung steht. Dass Änderungen in einem Bereich Auswirkungen auf alles andere hat. Und im Zusammenhang ist es sinnvoll, auf das Konzept der menschlichen Person bei den Nahua hinzuweisen, wo man anhand derer sich dieses kosmozentrische Weltbild sehr gut aufzeigen lässt. Die menschliche Person setzt sich nicht, wie das im christlichen Österreich so vorgestellt wird, aus einem Körper und einer von Seele oder einem Geist zusammen, sondern es gibt mehrere Komponenten. Ja, es gibt einen Körper, aber es gibt drei Seeleneinheiten oder Kraftzentren. Wobei diese drei Seeleneinheiten oder Kraftzentren in sehr unterschiedlichen Art und Weise mit dem Körper verbunden sind. Es gibt einmal das No Donal, No heißt mein. Also das ist immer so ein Possessivpronomen, das angefügt werden, vorgesetzt werden muss, angeblich, wenn man davon spricht. Das No Donal sitzt im Kopf. Es ist heiß und zoomorph. Das heißt, es gibt eine sehr enge Beziehung des No Donal und des Menschen zu einem oder mehreren spezifischen Tieren. Die werden auch als Nahual bezeichnet. Wobei einer meiner Freunde gesagt hat, das Nahual ist ganz was anderes. Andere haben gesagt, ja, das ist eins. Das gehört zusammen. Jedenfalls, was dem Tier geschieht, geschieht auch dem Menschen und umgekehrt. Und das Tonal wird im Laufe des Lebens stärker. Wenn es zu stark ist, also ein zu starkes Tonal kann gefährlich sein. Und nur Hexer, Zauberinnen und Schamaninnen oder Heilerinnen können ein starkes Notonal kontrollieren. Wobei die Mächtigeren unter ihnen auch mehrere solcher Naualme, also solcher Tiere, die mit ihnen assoziiert sind, haben können. Sie brauchen diese Tiere in Heilungsprozessen wie auch Akten der Zauberei und Hexerei. Das hängt ganz eng zusammen. Das Notonal ist eine robuste Kraft. Das ist eine animalische Kraft, die, wie ich schon gesagt habe, in Zaum gehalten werden muss.
Und das erfolgt über die Stärkung der zweiten Seeleinheit, dem Yigaoil. Wobei manche Leute sagen, dass Notonnal und das Yigaoil, die sind ident. Aber andere sagen, nein, die sind getrennt. Unterschiedliche Zugangsweisen und Sichtweisen. Auch das Wissen über diese Seeleinheiten ist unterschiedlich ausgeprägt. Jedenfalls das Yigaoil, das sitzt im Kopf, vor allem aber im Blut. Das wird kalt und anthropomorph gedacht. Also, und durch diese Kälte ist es auch leichter in der Lage, dieses, das heiße Notonnal zu kontrollieren. Die Kälte des Yigaoil kühlt eben die Hitze des Notonnal. Ah ja, Yigaoil bedeutet Schatten. Zur Information. Und beide, Yigaoil und Notonnal, können sich in Träumen und Visionen vom Körper loslösen. Und darüber hinaus läuft aber das Yigaoil Gefahr aufgrund eines Schreckens, Nemoitil in Nauert, vom Körper getrennt zu werden oder auch auf, im Zuge einer Krankheit vom Körper getrennt zu werden. Dann verirrt sich so möglich und findet nicht mehr in den Körper zurück. Und ganz besonders aufpassen muss es, weil die Erdgottheit, die liebt, die menschliche Seele einzufangen und zu verspeisen. Ja? Und da kommt es immer wieder vor, dass so ein armes Yigaoil nicht mehr in diesen menschlichen Körper zurückfindet, womöglich eben von der Erdgottheit gefangen gehalten wird. Und da braucht man dann den Heiler, die Heilerin oder dessen Donnal. Der Heiler, die Heilerin muss nach Talokan in die Unterwelt, ins Reich der Erdgottheit reisen und verhandelt dann mit der Erdgottheit, was, wie viele Gebete und Weihrauch und ich weiß nicht was noch, sie will, damit sie dieses Yigaoil wieder hergibt. Manchmal gelingt es, nicht immer. Die dritte Seeleneinheit, die ist für uns besonders interessant und wichtig, ist das Noyolo. Yolo heißt Herz und das Noyolo befindet sich folglich auch im Herzen. Und diese dritte Seeleneinheit ist bis zum Tod untrennbar mit dem Körper verbunden. Und es gibt zwischen Mensch und Mais eine gemeinsame Essenz über dieses Noyolo. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Mais. Auf die gehe ich nicht jetzt, sondern später ein. Aber das ist sozusagen so die zentrale, für uns wichtige Seeleneinheit und alle drei Seeleneinheiten stehen mit dem gesamten Kosmos, wie auch mit der Gemeinde, der Gemeinschaft über den Konsum von Mais, über das Zelebrieren von Festen, über gemeinschaftliche Arbeit in Verbindung. Also von daher kosmozentrisch. Der gesamte Kosmos ist involviert. Wenn das Gleichgewicht dieser Seeleneinheiten gestört ist, dann führt das dazu, dass auch das Gleichgewicht im Haushalt, in der Gemeinde, im Kosmos gestört wird. Das muss man dann möglichst rasch wiederherstellen. Noch kurz, Sonnenschein ist nichts Statisches. Das müsste schon ein bisschen aus dieser stärker werdenden Noyolo hervorgegangen sein. Person entwickelt sich, verändert sich, wird im Verlauf des Lebens immer vollständiger, gewinnt an Kraft. Und im Grunde heißt, es sind nur verheiratete Verstorbene sozial vollständig. Tatsächlich entwickelt sich auch bei Toten das Personsein noch weiter. Zur Entwicklung von Person trägt bei der Konsum von Mais, Heirat, Geburt von Kindern, die Gründung eines eigenen Haushalts, die Teilnahme am Gemeindeleben, sprich am Ämtersystem, politischen wie auch religiösen Ämtersystem und damit im Gang an den Festen. Und wie erwähnt, die Curanderos, also Heiler, Heilerinnen, aber auch Hexen, Hexer haben eben besondere Kräfte, besonders ausgeprägtes Notonnal. Ja, Mais heißt es, ist ein Christus. Ein Geschenk Christus an die Menschen. Und das ist jetzt etwas, was uns auf den ersten Blick sehr vertraut erscheint, was sehr christlich-katholisch erscheint. Ja. Wenngleich es womöglich im katholischen Österreich Geschenk Gottes heißen würde, vermutlich einmal. Aber schauen wir uns jetzt einmal näher an, was es mit diesem Christus und seinem Geschenk an die Menschen so auf sich hat. Und
zwar gibt es eine Erzählung eines gewissen Sentiopil. Wobei Senti heißt nur das Huntos, also alle gemeinsam. Und Pil ist Kind. Also die Übersetzung, die in dem Buch, in dem Oraltraditionen gesammelt sind, gegeben wird als Sohn des Mais, die ist jetzt keine wortwörtliche Übersetzung. Andererseits hat mir einer meiner Mitforschenden, also aus meiner Familie in Zinakapan, bei einem Gespräch, das ich am Sonntag mit ihm, mit der Familie über den Sentiopil geführt habe, erklärt, sie alle sind im Grunde Sentiopil. Ja? Sie sind alle im Grunde, sie essen Mais und sind Kinder des Mais. Ja. Ich gehe jetzt auf die Geschichte der Entstehung des Sentiopil nicht näher ein, aber so viel, es wird darauf hingewiesen, dass er nie getauft wurde, aber er ist der Sohn Gottes. Und später in der Erzählung heißt das ganz dezidiert, also wird er ganz dezidiert mit Jesus gleichgesetzt. Also so viel zu dieser mesoamerikanisch geprägten Variante des Christentums auch. Jedenfalls pflanzt dieser Sentiopil, unterstützt von jenen Tieren, die heute Mais essen, Mais an. Und diesen Mais lagert er an einem Ort namens Cuescomatepec. Das ist der Berg, wo die Dinge aufbewahrt werden. Cuescomat ist das Haus, wo der Mais aufbewahrt wird. Wobei Sentiopil zusätzlich auch heißt, dass er nur in der Nacht arbeitet. Ah ja, diesen Cuescomatepec, den gibt es dort in der Nähe in Zinakapan. Ich habe es nur verabsäumt, ihn zu fotografieren. Das muss ich nachholen, wenn ich das nächste Mal dort bin. Gut, der Sentiopil arbeitet nur in der Nacht. Er meidet es, sich der Sonne auszusetzen. Er will nicht sterben. Und deswegen lebt er heute zusammen mit einer Schlange, die er gefangen hat, in den Tiefen der Unterwelt. In der spanischen Variante des Textes heißt es in las profundidades. In der Nahuatl-Variante heißt es in der Mitte des Meeres, in der Tiefe des Wassers. Wir werden da später darauf zurückkommen. Ja, was man da sieht so an diesen Übersetzungen ist, dass es immer wichtig ist, sich mehrere Varianten einer Quelle oder auch mehrere Quellen anzusehen. Der Jürgen Stubasser hat das letzte Mal, also Ende Jänner schon. Der Mais befindet sich verborgen im Berg, ist dem Menschen nicht zugänglich. Zwei Vögel, zwei Spechte entdecken zufällig diesen Mais und beschließen, ihn herauszuholen. Und picken da täglich am Fels und endlich am dritten Tag zu Mittag gelingt es ihnen und der Mais kommt heraus. Aber einem dieser Vögel fällt ein Stein auf den Kopf, er verletzt Blut, tropft auf den Mais. Das ist der Grund, warum ein Teil des Maises heute rot ist, weshalb Sie hier diese roten Maiskolben sehen. Der rote Mais hat auch besondere Bedeutung, ja, wobei ich einmal gehört habe, der taugt nicht, aber die überwiegende Mehrzahl der Leute vor Ort betont, der rote Mais ist besonders wichtig, er schmeckt auch besonders gut. Er ist besonders kräftig, der Mot ist der männliche Mais. Und man muss auf jedes Maisfeld mehrere rote, also immer mehrere rote Samen ausstreuen, damit die anderen Maissorten, der weiße, der gelbe, der blaue Mais, befruchtet werden. Zur Farbe Rot komme ich später noch einmal. Der Mais ist jetzt nicht mehr im Berg, sondern aus dem Berg heraus und Ameisen zeigen dann den Menschen den Weg zum Mais. Und warum ich diese ganze Erzählung da jetzt so mehr oder weniger ausführlich erzähle, weil sich hier in dieser Erzählung über den Sentiopil nur unschwer die mesoamerikanische Quetzalcoatl erkennen lässt. Sie sehen ihn hier auf dem Bild. Auf der linken Seite haben Sie den Quetzalcoatl und auf der rechten Darstellung haben Sie ihn in seiner Funktion als Äkertl, als Windgott. Da hat er einen Schnabel, damit er besser blasen kann. Und beide Darstellungen haben in der Mitte um den Bauch eine Schnecke. Und die Schnecke, die ist insofern besonders bedeutsam,
als sie ein Symbol für Fruchtbarkeit ist, aber auch die Spiralform, die Verbindung der verschiedenen Zeiten und Räume darstellt, der Oberwelten, der Unterwelten, der Himmelsrichtungen und eben der verschiedenen Zeiten. Ja? Das alles erfolgt über die Spiralform. Normalerweise ist es in der vorkolonialen Zeit, der Feuergott, der Wieselflink durch das Feuer in die verschiedenen Orte und Zeit kommt und man stellt eben spiralförmig zu. Das Zeit- und Raumverständnis ist Spiralen. Und die Schnecke ist eine Meeresschnecke, die innen eben diese Spiralform hat, die eine besondere Bedeutung hat. Zum Beispiel, wenn die Frauen spinnen, dann zeigt sich ebenfalls diese spiralige Drehung. Und die Schnecke ist eine Meeresschnecke. Meer, das große Wasser, ist ebenfalls ein Symbol, also Wasser als Symbol für Fruchtbarkeit. Und nach Johanna Broder, einer Mexikanistin, die in Wien studiert hat und wie ich hoffe nach wie vor an der UNAM tätig ist, die hat erläutert, dass diese Meeresschnecke als ultimativen Symbol für Fruchtbarkeit aus diesem Grund auch in großen Mengen in Opferdepots unter dem Templo Mayor, den Haupttempel im heutigen Mexiko-Stadt, also im ehemaligen Tenochtitlan, der Mexica, der AztekInnen, zu finden war. So. Gottheit. Quetzalcoatl ist eine sehr alte Gottheit, eine sehr alte mesoamerikanische Gottheit. Im allerersten Einstieg in die Ausstellung wurde darauf hingewiesen. Es gab in Teotihuacan einen eigenen Tempelbezirk mit einem eigenen Tempel für die Gottheit Quetzalcoatl, der im 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung errichtet worden ist. Allerdings kommt dann ganz besondere Bedeutung später im Postklassikum zu, im Stadtstaat Pula. Da heißt, es habe eine Regierung gegeben, die aus einem religiösen Führer und einem militärischen Führer bestand. Der religiöse Führer war mit dem Gott Quetzalcoatl assoziiert, der militärischen mit dem Tezcatlipoca. Und unten auf der Folie sehen Sie auch, zu dem Maya kam dieser Gott ebenfalls, allerdings im frühen Postklassikum als Kukulkan und Kukumatz. Haben Sie noch einen Tezcatlipoca, also der mit eben mit der militärischen Führung assoziiert wurde. Der wird oft als Gott der jungen Krieger bezeichnet. Das ist interessant. Er hat auch weibliche Aspekte, die werden aber immer unter den Tisch fallen gelassen, weil er gerne als sozusagen ultimatives Bild von kriegerischer Männlichkeit dargestellt wird in den heutigen Theorien und Schriften. Und der Tezcatlipoca ist da gerade dabei. Er versucht, das Erdmonster zu fangen, zu locken. Das Erdmonster beißt ihm den Fuß ab. Und ich mag dieses Bild ganz besonders, weil ich liebe dieses Erdmonster, das sie packt. Es gab jedenfalls eine Auseinandersetzung zwischen der religiösen und der militärischen Führung in Tula. Und die religiöse Führung, also der Quetzalcoatl, war der Unterlegene. Und deswegen lieh er dann nach Osten übers Meer. Und da hat man jetzt so diese Parallele zum Setiopil, warum ich Ihnen das erzählt habe, dass er in den Tiefen des Meeres lebt. Ja? Also der Quetzalcoatl flieht übers Meer und der Setiopil lebt in den Tiefen des Meeres. Es heißt dann weiter über den Quetzalcoatl, jetzt nicht bezogen auf Tula, sondern allgemein bezogen auf diese Gottheit, dass er es war, der zusammen mit der Göttin Tihuacoatl, das Schlangenfrau, die Menschen erschaffen habe. Und das Bild, das Sie hier sehen, zeigt die Göttin Coatlicue, eine Erdgottheit, die in eng steht mit der Tihuacoatl,
einer Erdgottheit mit Reißzähnen, mit abgeschlagenen Händen um den Hals, mit einem Rock aus Schlangen. Und da zeige ich gerne deswegen, um darzustellen, wie jetzt aus europäischer Sicht grausam diese Erdgottheit ist. Wobei mesoamerikanische Gottheiten sind nicht gut oder böse, aber für alles, was sie tun, wollen sie was zurückhaben. Also es gibt so ein prinzipielles Prinzip Gabe und Gegengabe. Und wenn die Erdgottheit was tun soll, also den Menschen, die Menschen an ihren Reichtümern teilhaben lassen soll, dann müssen die Menschen was für sie tun, müssen ja etwas bieten. In der Vergangenheit waren das menschliches Blut, menschliche Herzen. Heute ist es Weihrauch, Weihwasser, Gebete, Blumen, Truthändeln. Wir werden dann später darauf zurückkommen. Was Sie noch auf diesem Bild sehen, ist unten Salte Gutli, die Erdgottheit in ihrer männlichen Variante, ebenfalls als ein wesentliches mesoamerikanisches Prinzip. Männlich und weiblich ist nicht strikt entweder das eine oder das andere, sondern die meisten Gottheiten haben männliche und weibliche Aspekte. Und je nach Kontext kommt das eine oder das andere zum Vorschein. Gilt ein Gott als männlich, als weiblich oder als beides? Ja? Und rechts auf dem Bild haben Sie dann die Virgen de Guadalupe, die Jungfrau von Guadalupe. Das ist die mexikanische Nationalheilige, die auf dem Heiligtum Nonantzin, also der Coatlicue, der Erdgottheit der Alten, ihre Kapelle, ihre Kirche hat. Und es heißt, und das konnte ich auch in den Gebeten und Zeremonien sehen, dass in dieser Figur der Virgen de Guadalupe die alte Erdgottheit weiter verehrt wird. So. Gut, so viel jetzt zu dieser Ausflug zu den Erdgottheiten. Jedenfalls die Sihuacóatl und der Quetzalcóatl, die in der Mythos schaffen gemeinsam den Menschen aus den Knochen von Menschen vorangegangener Welten und aus dem Blut des Penis von Quetzalcóatl. Jetzt stellt sich aber dann die Frage, was diese Menschen essen sollen. Also die Ernährung der Gottheiten ist für die Menschen nicht geeignet. So viel ist klar. Und daher macht sich dann der Quetzalcóatl auf die Suche nach einem Nahrungsmittel für die Menschen. Und er entdeckt dann eine rote Ameise, die ein Maiskorn trägt. Und dieses Maiskorn kommt von Tonacatepetl. Das ist der Berg der Ernährung. Es gibt übrigens einen Tonacatepetl in der Nähe von Zinacapan in Jonotla. Und es heißt, dass der Tonacatecutli, also der Gott der Lebensmittel, ein zentraler Gott der Tonaca war, eben schwerpunktmäßig Bezirk Quetzalan leben. Der Quetzalcoatl einigt Maiskörner nach Tamuanchan ins Paradies der Gottheiten. Dort fertigen die Gottheiten aus diesen Maiskörnern einen Brei und füttern damit die Menschen. Und damit sie aber den Menschen den Mais dauerhaft zur Verfügung stellen können, spalten ein Gott, der Nanahuatzin, und die vier Herren des Regens, des Blitzes und der Himmelsrichtungen, nämlich blaue, weiß, gelbe Talok im Berg, sodass die Maiskörner und andere Samen herausgeschleudert werden. Wenn Sie hier den Talok sehen, so sehen Sie wieder diese Assoziation, Wasser und eng verbunden ist. Der Talok auch als Erdgottheit, er lebt auch in den Bergen. Er hat immer so Glubschaugen, er hat Fangzähne und was jetzt leider durch die ein bisschen verdeckt ist, er hat eine spiralförmige Nase. Also da haben Sie wieder dieses Symbol der Spirale, die so zentral ist. Ja, Maiskörner und andere Samen werden herausgeschlagen und von den Tlaloques dann eingesammelt. Das heißt, der Mensch
auch der Mensch im heutigen Kurzalan bzw. der Ortschaft Zinakappan isst Mais, isst mit Doppel-S im Unterschied Maya. Da ist der Mensch mit einem S, Mais. Also da ist der Mensch aus Mais hergestellt. Bei den Nauer ernährt sich der Mensch vom Mais als Charakteristikum. Das macht ihn zum Menschen. Das ist es, was den Menschen und den Gottheiten und anderen Wesenheiten unterscheidet. Ausgenommen die Tiere, die auch Mais essen, die haben aber eine Verwandtschaft mit ihm, eben über diese gemeinsame Essenz des Mais. Es ist aber jetzt nicht nur das, was also diese gemeinsame Essenz, was der Mensch und der Mais gemeinsam haben. Also ich habe schon verwiesen auf das Noyolo und über dieses Noyolo, diese Seelenkraft, diese Seeleneinheit, die eben Mensch und Mais beide haben, verfügen beide über ähnliche Eigenschaften. Mensch und Mais entwickeln sich vom dunklen, feuchten hin zum zum heißen, trockenen. Und wenn Sie sich erinnern, das Entiopil weigert sich, also will sich der Sonne nicht aussetzen, damit er eben nicht trocknet, nicht altert, nicht stirbt. Deswegen verbleibt er eben in der Dunkelheit. Ja, so wird er eben, so verhindert er eben diesen Wachstumsprozess, diesen Reifungsprozess. Als weitere Parallele Mensch-Mais hat man die Vorstellung, dass Gott sich die Seelen der verstorbenen Menschen nimmt, so wie sich der Mensch den Mais nimmt. Und weil ich erklärt habe, auch im Zusammenhang mit der menschlichen Person, dem Personwerden, der Konsum von Mais macht den Menschen zum Menschen. Säuglinge haben noch keinen Mais gegessen. Säuglinge sind folglich noch nicht ganz in der Menschenwelt angekommen. Also sie befinden sich zwischen der Welt der Gottheit und der Welt der Menschen. Ihre Seeleneinheiten sind noch sehr schwach mit dem Körper verbunden. Und deswegen müssen Säuglinge ganz besonders geschützt werden. Das macht man einerseits dadurch, dass einem Säugling Büschel von Hollerblüten oder andere Kräuter aufs Kopfkissen gelegt werden. Mir wurde auch gesagt, Knoblauch erscheint mir eher eine neuere Variante, aber sie sind, wie gesagt, sehr findig. Und andererseits werden den Kindern Roten um Hand- und Fußgelenke gebunden. Oder man legt ihnen einen roten Maiskolben auf das Kopfkissen. Und hier sehen Sie Bänder an den Ärmchen der Kinder, der kleinen Kinder, der Säuglinge. Die haben da auch gleich einen Schutz gegen den bösen Blick. Die Farbe Rot hat ganz besondere Bedeutung. Ja, ich habe auf die Farbe Rot hingewiesen im Zusammenhang mit der roten Kette, die Maria als Mutter Gottes in der Kirche trägt. Auch die Frauen in ihrer, in Anführungszeichen, traditionellen Tracht tragen eine rote Kette. Und Rot sind eben die Bänder, die den Kindern als Schutz vor Krankheiten und als Schutz vor den Eekokolis, also den schlechten Winden, umgebunden werden. Ja, also die Farbe Rot schützt da ganz besonders auch vor dem Raub der Seele durch die Erde, die ja, wie ich gesagt habe, immer hungrig ist und besonders gerne die zarten Seelen von Kindern isst. Und so, wenn wir diese Parallele Mensch-Mais wieder hervorziehen, auch der junge keimende Mais wird durch rote Bänder geschützt. So, diese Verbindung Mensch noch weiter. Ich habe im Zusammenhang mit den vorkolonialen Masoaltin darauf hingewiesen, dass es sowas wie eine geschlechtliche Arbeitsteilung gibt, dass der Mann den Mais anbaut und die Frau den Mais verarbeitet. Diese Arbeitsteilung gibt es vom Idealbild her auch heute in Zinakappan, wobei Mannsein eben mit Maisanbau assoziiert wird, Frau also mit der Fähigkeit, Tortillas, also Teigfladen aus Mais herzustellen. In der Realität schaut es so aus,
dass zumindest vor 2020 immer weniger Menschen, Männer tatsächlich Mais angebaut haben. Es gab immer wieder auch Frauen, die Mais angebaut haben. Eher aus Not. Einzelne gab es, die das ganz gern gemacht haben, aber in der Regel ist es eben eine männliche Tätigkeit. Es haben auch die wenigsten Haushalte Land, aber da behilft man sich, indem man Land zupachtet. Aber trotzdem eben zunehmend weniger Leute tatsächlich Mais anbauen, ist diese Assoziation Mann ist gleich Anbau von Mais nach wie vor vorhanden. Und ähnlich hat man das mit Mais und Verarbeitung von Mais bei Frauen, komme ich dann später noch einmal zurück. Eine Frau gilt erst dann in der Idealform als heiratsfähig, wenn sie in der Lage ist, Tortillas herzustellen, was auch nicht eingehalten wird. Und auch das mit dem Tortilla herstellen variiert, sagen wir mal so. Wenn man jetzt diese besondere Bedeutung des Mais und diese Verbindung Mensch-Mais weiter voranzutreiben, wenn wir jetzt zur Mais-Aussaat weitergehen, haben wir in der Vorbereitung Samen für die Aussaat eine sorgfältige Behandlung dieser Samen, eine Aufgabe, die interessanterweise zumindest in den mir bekannten Haushalten von den Frauen durchgeführt wird. Und es wurde auch betont, das machen die Frauen. Es werden für die Aussaat nur große Kolben verwendet, werden die Außenschalen entfernt, aber es werden einige Blätter des Kolbens auf dem Maiskolben also draufgelassen. Und man entfernt für die Samen eben nur die mittleren Kornreihen, die oberen und unteren bleiben. Könnte man sagen, ja klar, die suchen sich die besten Maiskörner und es ist ja ökonomisch rational, wenn man das andere nicht zuckelt, diese anstrengende Tätigkeit. Aber es geht darum, dass diese Kolben mit den paar Blättern und den restlichen Mais mehrere Monate in einem Sack aufbewahrt werden müssen. Und zwar besonders sorgfältig aufbewahrt werden müssen, weil sonst keimt die Saat nicht ordentlich, sonst keimt die Pflanze nicht. Ja, die Samen selbst werden dann vorgekeimt und es werden ihnen Weihrauch, Weihwasser geopfert. Ebenfalls, was die Frau des Hauses macht. Hier sehen Sie die Maiskolben, die für die Aussaat gedacht sind, die hier zum, zum Schutz vor Feuchtigkeit aufgehängt sind. Bei der Aussaat selbst gibt der Mann, es fällt gehört, auf der Milpa die Erde, um die Erlaubnis, den Mais auszusehen. Er sagt, ich werde dich berühren, hilf mir. Also heute gesagt, wie intensiv die rituelle Handhabung beim Maisanbau ist, das variiert. Aber zumindest ein Gebet wird am Maisfeld bei der Aussaat gesprochen und es wird Weihrauch geopfert und es wird Weihwasser ausgesprüht. Aber in der klassischeren Variante, also wenn sozusagen Mais mit der richtigen rituellen Sorgfalt hergestellt wird, angebaut wird, erhält die Erde auch einen Anteil jenes Mahles, das die Arbeiter, die an der Aussaat beteiligt sind, am Feld zu sich nehmen. Und zwar werden in der Mitte des Feldes 7 Stück Tortillas begraben, die Knochen des verspeisten Bruthändels, und Kaffee. Also es wird den Arbeitern am Feld das Mahl serviert, das man normalerweise bei Festen isst. Das ist Truthändel, Molle, das ist so eine scharfe Sauce, wie sie in Puebla üblich ist, kolonial. Und Tortillas. Und Kaffee ist ein Allround-Getränk. Zu allen Tages- und Nachtzeiten wird das getrunken. Das bekommt auch die Erde, um ihr jene Energie zurückzuerstatten, die sie für das Wachstum benötigt. Abgesehen davon wirkt ja dieses mesoamerikanische Grundprinzip. Ja, wenn ich etwas von der Erde will, muss ich ihr etwas geben. Gabe und Gegengabe. Die Männer, die da an dieser Maisaussaat beteiligt sind, die müssen sich bereits im Vorfeld der Aussaat gehaltvoll ernähren. Das ist notwendig, damit der Mais gesund und stark wächst.
und sie müssen sich im Stadium des Gleichgewichts befinden. Weil seelisches Ungleichgewicht wirkt sich negativ auf die Entwicklung der Maispflanze aus. Und das heißt, sie dürfen eine Woche keinen Sex haben, weil das würde zu viel Energie benötigen, Energie, die die Maispflanze zum Wachsen braucht. Ja, das heißt, für diese Aussaat des Mais empfiehlt sich, Männer heranzuziehen zur Unterstützung, die in dieser Kosmologie verankert sind, wissen die Bedeutung dieser rituellen Sorgfalt Bescheid wissen. So, das war jetzt einmal so einiges zur Aussaat von Mais. Auf die Ernte gehe ich nicht ein, gäbe es auch einiges zu sagen, sondern ich komme jetzt so auf den weiblichen Bereich, auf die Maisverarbeitung zu sprechen. Wie gesagt, die Fähigkeit, Tortillas herzustellen, ist assoziiert mit Frau sein. Eine junge Frau muss in der Lage sein, Tortillas herzustellen, erst dann gilt sie als heiratsfähig. In der Vergangenheit die Handlung von Mais in ein für den Menschen konsumierbares Produkt beinhaltet nicht nur, das hat man heute auch noch, die Nixtamalisation, also das Einweichen der Körner in Kalkwasser und Kochlange stehen lassen, damit sich das Vitamin C freisetzt, das notwendig ist, sondern in der Vergangenheit hat diese Verarbeitung von Mais auch beinhaltet, dass diese weichgekochten Maiskörner auf der Mitte, die Sie hier links am Bild sehen, eine Steinwalze aus Vulkangestein, dass die da händisch zermahlen wurde zu einem Brei. Eine sehr harte und zeitaufwendige Arbeit. In Sinagab gibt es schon seit längerer Zeit elektrische Mühlen. Und wenn man zu weit weg wohnt von der elektrischen Mühle, wird so eine Art Fleischwolf zum Mahlen des Mais herangezogen. Zusätzlich kommen heute aber zunehmend für die Herstellung der Tortillas, die Sie unten auf dem rechten Bild sehen, kommen Tortillapressen. Das erleichtert die Herstellung der Tortillas ganz, ganz wesentlich. Und man kann sie auch viel schneller machen. Sie schmecken aber nicht so gut wie die ganz handgemachten, muss ich dazu sagen. Aber eine meiner Freundinnen meinte, ja, mit dem Tortillapressen, das ist einfach. Sogar Männer können das. Ja? Und ja, was mir in Sinagapan in den Haushalten aufgefallen ist, dieser Haushalt haben überall Männer auch in der Küche mitgeholfen. Aber das Einzige, was sie nicht gemacht haben, ist Tortillas herstellen. Das konnten sie nicht, ja, weil das so ein langwieriger Prozess des Lernens ist. Eine sehr komplexe Angelegenheit. Ich bin kläglich daran gescheitert. So. Man hat jedenfalls, ähnlich wie wir das jetzt die Analogie Mais hatten am Maisfeld mit dem Mann, hat man auch in der Verarbeitung des Mais eine besondere rituell-spirituelle Bedeutung, die sich hier zeigt. Das ist jetzt allerdings etwas, was ich nicht aus meinen Haushalten kenne, sondern das habe ich aus der Literatur übernommen von Alessandro Lupo, der bei Heilerinnen, SchamanInnen in den 1970er Jahren geforscht hat. Und der hält fest, dass es sowas wie eine Analogie gibt zwischen dem Herdfeuer mit dem Komal. Das ist diese runde Scheibe, auf der die Tortillas liegen. Auf dem Bild sehen Sie im Hintergrund auch so einen Komal, einen größeren Komal. Der Komal war in der Vergangenheit ausschließlich aus Ton. Heute werden die Tortillas meist aus Metall gebacken und den Komal aus Ton verwenden sie in Tinacapulis zum Beispiel. Ja, also man hat das Herdfeuer, das den Komal unten erwärmt. Und dadurch wird die Tortilla, die sich darauf befindet, umgewandelt in ein Produkt, das für den Menschen konsumierbar ist. Und das ähnelt oder ist genauso, wie die Sonne von oben
den Mais auf der Milpa, also die Erdoberfläche erwärmt und damit den Mais auf der Milpa trocknen, reifen lässt. Und damit eben dann erntefähig macht. Wobei das Interessante ist, dass die Sonne mit Christus und dem vorkolonialen Quetzalcoatl gleichgesetzt wird, andererseits aber mit dem vorkolonialen Sonnengott. Ja, es heißt, die Sonne würde bei Tag über den Himmel wandern und in der Nacht setzt sie ihre Wanderung unter der Erde fort, Interlocan als einer Welt, die sozusagen unter der Erdoberfläche ist, in der auch die Toten leben und die spiegelbildlich zur Welt der Menschen gedacht werden kann. Da haben wir jetzt noch als weiteren spirituellen Aspekt in der Küche die drei Herdsteine, die Tenamaste, die manchmal mit nur männlichen Namen bezeichnet werden, manchmal mit nur weiblichen, manchmal mit männlichen und weiblichen. Sprich, hier haben Sie die Benennung Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, Gott Vater, Gott Mutter, Gott Sohn, Maria, Nicolosa, Juana, einfach um auch diese Variabilität von männlich und weiblich aufzuzeigen, die sich eben auch in der Benennung dieser Herdsteine zeigt. Die Herdsteine sehen Sie hier unter diesem Metallgerüst, auf dem der Kopf steht. Also es sind immer drei. Gut. Konsum von Mais haben wir gehört, charakterisiert Menschsein, ja. Der Konsum von Mais stärkt das Noyolo, also diese Seeleneinheit, die im Herzen steckt, aber der Konsum von Mais stärkt auch den menschlichen Körper und auch die beiden anderen Seeleneinheiten, das Notonal und das Yekawi. Vorausgesetzt, der Mais wurde unter den entsprechenden Bedingungen ritueller Sorgfalt hergestellt. Ja? Und damit ist eben der Mais das einzige Element, das den Menschen in seiner Gesamtheit, also Körper und alle drei Seeleneinheiten, ernähren kann. Und zusätzlich hat man über diese gemeinsame Essenz, die der Mensch, Mais und jene, die den Mais konsumieren haben, die Möglichkeit, über den Konsum von Mais Verwandtschaft, Beziehungen herzustellen zwischen verschiedenen Menschen. Also jene Menschen, die von einem Maisfeld essen und von einem Herd essen, jene Menschen gelten als verwandt. Über gemeinsame Mahlzeiten, auch dann anlässlich von Besuchen oder Festen, werden verwandtschaftliche Beziehungen geschaffen, erweitert, verstärkt. Die Ablösung einer jungen Familie vom Elternhaushalt zeigt sich dadurch, dass die junge Familie einen eigenen Herd errichtet. Also normalerweise zieht ein junges Paar, das sich zusammentut, zu den Eltern der Frau oder den Eltern des Mannes. Das ist variabel, meistens zu den Eltern des Mannes. Aber wenn sie zu den Eltern des Mannes ziehen, heißt es, das war bei uns immer schon so, das ist Tradition. Ich habe es aber auch umgekehrt gehört, wenn Frau gezogen sind, das war bei uns immer so, das ist Tradition, so wie sie es brauchen. Also die ziehen in den Haushalt der Eltern des Mannes auch. Und man kann sich vorstellen, dass dieser Mehrgenerationenhaushalt sehr, sehr spannungsgeladen ist. Das heißt, diese jungen Leute versuchen sich möglichst schnell von den Eltern, vom Elternhaushalt loszulösen. Und ein erster Schritt ist eben die Errichtung einer eigenen Herdstelle, einer eigenen Küche und womöglich auch ein eigenes Maisfeld, das der junge Mann bebaut, beziehungsweise hatte er bis 2020 andere Möglichkeiten, Einkommen zu erwirtschaften und damit Mais zuzukaufen. Ja. Mit dieser neuen Küche wird der Konsum von Mais gesplittet. Also die beiden Familien essen getrennt voneinander. Und der Höhepunkt der Ablösung ist dann, wenn das Paar ein eigenes Haus hat. Ja, und das Bild hier, das Sie hier sehen, bezieht sich auf Allerheiligen. Als einem Fest, an dem die Schaffung und Erhaltung von verwandtschaftlichen Beziehungen seinen Höhepunkt erreicht.
zu Allerheiligen werden Tamales hergestellt. Das sind Teigtäschchen hergestellt aus Maismehl. Die Tamales wurden auch verwendet in der vorkolonialen Zeit als Proviant für Krieger und für Händler, weil sie so gut haltbar sind. Sie sehen hier im Vordergrund diese eingewickelten Blätter, das sind die Tamales. Also die kann man sehr gut mitnehmen und halten sich auch ganz gut. Also im Vorfeld von Allerheiligen werden verschiedenste Varianten von Tamales hergestellt, bis zu 16 verschiedene Arten. Es gibt süße Tamales, es gibt salzige Tamales, es gibt scharfe Tamales, es gibt sie eingewickelt in Bananenblätter, eingewickelt in Blätter, die eine besondere Würze haben, eingewickelt in Maisblätter. Es gibt sie mit Hühnerfleisch, es gibt sie mit Truthahnfleisch, mit Schweinefleisch, mit Bohnen und so weiter und so fort. Und diese Tamales werden jeden Tag frisch auf den Hausaltar gelegt, was Sie hier sehen, ja. Der Hausaltar, der auch mit anderen Lebensmitteln, Früchten geschmückt ist. Und zusätzlich zu den Tamales erhalten die Toten, für die dieser Hausaltar so schön geschmückt wird, auch Kaffee, sehen Sie hinten die Tassen, und Totenbrot. Das ist dieses Rosarote, was auf den Tassen liegt. Weil Allerheiligen ist ein Fest, wo sich die verschiedensten Verwandten und Bekannten gegenseitig besuchen, wo man Tamales austauscht, also Mais, den man dann konsumiert, austauscht. Ja, sie sagen, wir tauschen Tamales gegen Tamales. Und in diesen Tausch, in diese Tauschbeziehung werden auch die Toten mit einbezogen, die auch eine wichtige Rolle in der Bewirtschaft, also im Maisanbau haben, aber nicht eingegangen bin. Ja? Also auch die Toten müssen arbeiten, und um sie bei der Stange zu halten, erhalten sie zu Allerheiligen Tamales und andere Lebensmittel. Die Tamales werden diese Lebensmittel, bis auf das, was da oben hängt, dieses Obst, aber die werden jeden Tag frisch ausgelegt. Das, was weggenommen wird, das essen die Leute selbst, und sie sagen, ja, man weiß, die Toten haben davon gegessen, es schmeckt nicht mehr so, wie wenn es frisch ist. Also die Toten essen die Essenz. Links sehen Sie hier die Totenblumen, die Tagetteles, wie sie bei uns heißen, Studentenblumen, also gelbe Blumen, die auch auf den Wegen ausgelegt werden, zu Allerheiligen hin zum Hausaltar, damit die Toten den Weg zum Altar finden. Über diese Besuche und den Austausch von Tamales werden eben Beziehungen, Verwandtschaft geschaffen, wiederhergestellt, und man kann dann ein bisschen variieren, je nachdem, wie viele Tamales man mitbringt, desto intensiver sind diese Beziehungen, beziehungsweise wenn man versucht, so mit eher lange Zeit verfeindeten Verwandten eine Beziehung neu anzuknüpfen, dann bringt man zunächst mal vorsichtig nur 2-3 Tamales mit, ja, und erst das nächste Mal mehr an Tamales. Ja. Allerheiligen ist eines der Feste. Es gibt zig andere Feste in der Gemeinde und Umgebung. Es ist immer irgendwas los. Es gibt immer irgendein Fest. Und all diese Feste sind eben Angelegenheiten des gemeinsamen Konsums von Mais und anderen Lebensmitteln, sind Möglichkeiten eben, Verwandtschaft, Beziehungen zu pflegen, herzustellen, zu stärken, sind Möglichkeiten von Gabe und Gegengabe, also der Schaffung einer gegenseitigen Schuld, die immer andauert. Ja, ich bringe was mit, wer ist eingeladen, bringt was mit, und dafür muss die Person, bei der ich eingeladen bin, dann auch das nächste Mal mir was mitbringen, zu mir zum Fest kommen. Also so funktioniert das im Ganzen. Ja, und zum Schluss jetzt noch bevor ich zum Abschluss komme, Folien auch noch einmal zu dieser Beziehung zu den AztekInnen, zu den Mexica. Hier die Göttin oder die Gottheit Chicomecoatl. Chicome heißt sieben, Coatl heißt Schlange. Also sieben Schlange, das ist eine Vegetationsgottheit. Ich glaube, sie ist zu sehen, wenn ich mich nicht täusche.
eine Göttin der Lebensmittel. Sie heißt auch Chikomolotzt, 7 Maiskolben. Und die lebt in Tlalocan, das ist eine vorkoloniale Gottheit aus dem Nahuatl-sprachigen Gebiet, deswegen in Tlalocan. Das Tl ist der Unterschied zum Nahuatl. Nahuatl heißt es Tlalocan und nicht Tlalocan. Und sie kehrt nach Tlalocan zurück, wenn der Mais beginnt, Früchte zu tragen. So, dieses Tlalocan, ebenfalls etwas sehr Altes. Tlalocan in der kolonialen Zeit, hier sehen Sie ein Bild, aus, also ein Fresko aus Teotihuacan. Tlalocan war das Paradies der Regengottheiten. Dorthin kamen nur Menschen, die in Verbindung mit der Regengottheit gestorben sind. Entweder sie sind ertrunken oder sie sind an einer Krankheit verstorben, die mit der Regengottheit, also mit dem Tlaloc assoziiert war, oder sie wurden den Regengottheiten, den Wassergottheiten geopfert. Und Tlalocan gilt als ein Ort, also ein Paradies, als ein Ort der Freude, des Gesangs und so weiter, weshalb die Missionare Tlalocan mit dem Paradies gleichgesetzt haben. Und das hat sich so anscheinend so weit gefestigt, dass in Tzinacapan, nicht Tlalocan, sondern wie gesagt Tlalocan, die Unterwelt bedeutet, einerseits spiegelbildlich zur Welt der Menschen, andererseits heißt es eben, dass die Regengottheiten in den Höhlen leben, auf den Gipfeln der Berge in Tlalocan leben. Vielleicht noch ergänzend, der vorkoloniale Regengott, der Tlaloc, der hat ebenfalls in den Bergen gewohnt. Also die Regengottheiten der heutigen Sierra Norte in Tzinacapan leben in Tlalocan. Und Tlalocan kann man eben über Öffnungen im Boden, über die Höhlen erreichen. Und in Tlalocan schlafen die Blitze, die ganz, ganz wichtig sind für den Regen. Erdgottheit, Regen, Blitze, das ist so eine Einheit. Blitze gelten oft auch als das befruchtende Element, aber nicht immer. Weil man heute anstelle der alten Innen des Wassers die Engel anruft. Und wieder der Hinweis, heute in Tzinacapan hat die Erdgottheit männliche und weibliche Aspekte. Ehemals war das Tlaltecuhtli und Tzihoatl, wenn Sie sich erinnern. Die Erdgottheit ist gleichermaßen Ehemann und Ehefrau. Und es gibt auch die Bezeichnung, die Höhen der Berge in Tzinacapan jetzt im Heute als Gebärmutter der Erde. Und wenn Sie hier jetzt diese frühkolonial, also dieses Bild aus dem 16. Jahrhundert sehen, das doch sehr stark mesoamerikanisch geprägt ist, sehen Sie hier Chicomostoc, also der Ort der 7 Höhlen, der angebliche Ursprungsort, die wo als einer der Stämme aus diesen 7 Höhlen die Mexica, also die AztekInnen, herausgekommen sind und von dort dann weitergewandert sind. Oben diesen Gupf, das ist immer das Zeichen für Berg. Und man hat in der vorkolonialen Zeit auch immer, wenn man eine Siedlung darstellen wollte, die als Wasserberg bezeichnet wurde, diesen Gupf auch als Symbol. Ja, also Höhlen der Berge als Gebärmutter der Erde und das Ganze assoziiert nicht nur mit Erdgottheit, sondern auch mit Wasser. Berge als mit Wasser gefüllte Einheiten, das ist auch etwas, auch so ein grundlegend mesoamerikanisches Element. So, was ich jetzt hoffe, dass aus meinen Ausführungen doch ein bisschen die Komplexität mesoamerikanischer Ontologien deutlich geworden ist, eine Komplett, die sich auf eine Vielzahl, aus einer Vielzahl von Einflüssen speist und von daher nicht statisch ist, nicht statisch sein kann. Man findet trotzdem immer wieder Muster, die so ein bisschen an die zentralmexikanischen Mexica erinnern, einfach weil das diese mesoamerikanische Prägung darstellt. Durch die gegenwärtigen Enteignungsprozesse neoliberaler Politik und neoliberalen Wirtschaften, sehr reichhaltigen Epistemologien und Ontologie, die damit einhergehenden ökologischen und sozialen Systeme massiv bedroht. Die Corona-Pandemie hat dem jetzt einerseits ein bisschen entgegengewirkt, weil viele Menschen jetzt ganz bewusst wieder auf die Subsistenzwirtschaft zurückgreifen, diese Traditionen auch
erneuern, bestätigen. Andererseits stützt die Corona-Pandemie auch viele transnationale Unternehmen, die die Gelegenheit nutzen, dass der Großteil der Menschheit eben mit dieser Krankheit befasst ist und damit die lebensfeindlichen Projekte dieser transnationalen Unternehmen vorangetrieben werden können. Also Projekte, auf die uns ja im Vortrag Ende Jänner die Alejandra Barrera hingewiesen hat, die uns das sehr anschaulich geschildert hat, bezogen auf San Mateo Tlaltenango in der Nähe von Mexiko-Stadt. Ja, und in dem Sinne möchte ich Sie auch bitten, im Interesse der Ontologien und anderen Formen des Wirtschaftens die Petition Freies Donaufeld zu unterschreiben, wo sich eine sehr gut funktionierende Biogärtnerei befindet, wichtig für die Nahversorgung, die wir sie gerade in Corona-Zeiten ganz dringend brauchen. Und danke Ihnen damit für Ihre Geduld. Ja, vielen Dank, liebe Patricia, für diesen spannenden Einblick in die mesoamerikanische Ontologie. Ja, und während deines Vortrages haben sich schon zwei Fragen aufgetan. Ich stelle mir dir mal die erste. Bitte erkläre noch einmal den Unterschied zwischen Nahuatl und Nahuatl. Es gab nämlich Verbindungsprobleme. Hast du mich verstanden jetzt? Ich habe dich verstanden. Ich habe während des Vortrags gesehen, manchmal die Internetverbindung ist schlecht. Ja, also bitte nicht, noch einmal den Unterschied zu erklären. Und dann stelle ich dir die nächste Frage. Es sind zwei verschiedene Sprachen. Ja, lange Zeit hat es geheißen, das ist ein Dialekt. Nahuatl ist ein Dialekt des Nahuatl. Mögen Sie gar nicht, das sind zwei verschiedene Sprachen. Das Nahuatl hat das Tl, also so wie Tlali, Siuatl. Es hat aber auch das L, also das Tashkali. Das Nahuatl sagt Siuat, Tashkal, eben nicht Tlalocan, sondern Talocan. Also da ist das Tl nicht. Und ein Grund für den Unterschied, ein wesentlicher Grund ist, dass es sich um unterschiedliche Siedlungsgruppen handelt. Ja, die einen sind mehr in Zentralmexiko, die Nahuatl-Sprachigen, die sie auch die Mexica sind, und die anderen sind aus Süden eingewandert. Es heißt, es sind Einwanderinnen aus Nicaragua zum Teil. Da gibt es die Bildin, die interessanterweise so heißen. Und deswegen eben im Grunde zwei verschiedene Bevölkerungsgruppen, aber mit einer Sprache, die insofern ähnlich ist, dass sie einander verstehen. So wie jetzt, ja, wir, wenn wir so uns bemühen, das Holländische auch so ein bisschen, zumindest in etwa wissen, worum es geht. Gut, danke schön. So, dann gibt es eine weitere Frage. Und zwar, ich verstehe die Argumentation nicht, dass Coatlicue, in Klammer Mutter Erdgöttin, eine Reinkarnation in Maria Guadalupe findet. Guadalupe ist Reinheit und Sehnsucht nach der verlorenen Heimat. Die Frage stellt sich, instrumentalisierter Nationalismus nach Porfirio Diaz? Das ist die europäische Variante. Die Virgin de Guadalupe hat verschiedene Bedeutungen. Ja? Das mit dem Nationalismus der Porfirio Diaz, das stimmt, ja? Aber nicht nur. Die Virgin de Guadalupe, andererseits heißt es, das war eine speziell mexikanische Heilige, die KreolInnen, also die Kinder der Spanierinnen, die in den Kolonien geboren wurden, für sich kreiert haben, die immer die zweite Geige spielen mussten in der Kolonialzeit, weil die Spanierinnen meinten, nur die Leute, die direkt aus Spanien eingewandert sind, dürften die höchsten Posten in Verwaltung und Militär in den Kolonien einnehmen, und die Leute, die dort geboren sind, auch wenn sie ihre Eltern Spanierinnen sind minderwertig, ja, weil sie da eine minderwertige Luft, ein minderwertiges Klima haben und noch dazu von indigenen Ammen gesäugt werden. Darum sind sie minderwertig und darum können sie nicht die höchsten Posten einnehmen, was dann auch zur Unabhängigkeitsbewegung unter anderem geführt hat. Und da gibt es so eine Studie, die da diesen Zusammenhang aufzeigt, dass diese Virgin de Guadalupe auch kreiert wurde
um eine eigene dunkelhäutige Heilige, eine mexikanische Heilige zu haben. Es gibt auch eine Virgen de Guadalupe in Spanien. Ja? Man hat sich dann eine eigene mexikanische gesucht. Aber auf der anderen Seite hat man eben die Kirche für diese Virgen de Guadalupe und gibt diese Erzählung, dass diese Virgen de Guadalupe einem Indio an einem Ort erschienen ist, wo dann diese Kirche errichtet wurde. Dieser Ort ist, ja, man könnte sagen, ein besonderer Kraftplatz oder so. Viele Kirchen befinden sich auf den Tempeln vorangegangener, also vorkolonialer Gottheiten. Und die Kirche der Virgen de Guadalupe befindet sich auf dem ehemaligen Tempel der Coatlicue, also dieser Erdgottheit. Und die indigene Bevölkerung hat das eben das genutzt, um eben die Erdgottheit durften sie nicht mehr verehren, ja, das war verboten. Also haben sie die Virgen de Guadalupe verehrt, aber im Grunde genommen eigentlich die alte Erdgottheit. Also die Virgen de Guadalupe hat mehrere Konnotationen. Die ist eine unheimlich praktische Heilige. Lässt sich für alles verwenden. Sehr spannend, danke. Es gibt noch weitere Fragen. Eine wäre eine persönliche. Wie bist du in diese Region gekommen und wie hast du deine Daten erhoben? Okay. Ich habe nach meiner Dissertation, ich habe eine theoretische Arbeit als Diss geschrieben und habe dann festgestellt, wenn ich irgendwas in der Wissenschaft machen will, muss ich Feldforschung machen. Habe über eine Nahuatl-Liste angefragt, wo ich Nahuatl-sprachige Menschen in Mexiko finde. Also Nahuatl konnte ich von meiner Diss so ein bisschen. Und da hat mir dann ein kanadischer Forscher, hat mir dann Quetzalan und noch eine andere Ortschaft empfohlen. Quetzalan habe ich sofort gefunden auf der Karte, bin dorthin gefahren, habe mir das angeschaut und bin dann im Folgejahr, nachdem klar war, ich kann da vor Ort bei einer Familie unterkommen, mit meiner Tochter dorthin auf Feldforschung für 3 Monate. Und seither, das war 2003, war ich das erste Mal dort. Seither fahre ich jedes Jahr, beziehungsweise alle 2 Jahre, heuer wird es leider nicht gehen, es wäre wieder an der Zeit, in die Sierra Norte, zunächst immer zu anderen Jahreszeiten, um diese Feldforschung, also es ging ursprünglich um Autoritäts- und Machtstrukturen und wie sie sich verändern durch Veränderungen in Haushalten, durch Veränderungen in der Gemeinde, durch die mexikanische Politik und durch das Weltwirtschaftssystem. Also von daher bin ich immer wieder hingefahren, um diesen Veränderungen nachzuspüren. Und mittlerweile haben sich da über den Konsum von Mais verwandtschaftliche Beziehungen entwickelt. Also ich bin immer im selben Haushalt. Ich habe jetzt vor Ort eine Schwester, eine Familie und wir kommunizieren auch über Facebook Messenger. Das heißt, das sind jetzt eigentlich meine Mitforschenden. Ich stelle eine Frage und wenn Sie es nicht von vornherein sofort beantworten können, diskutieren Sie untereinander, holen Erkundigungen ein und ja, so entstehen meine Daten. Sehr interessant. Es gibt eine weitere Frage. Weshalb sind die finanziellen Einnahmequellen der Menschen seit der Pandemie so weit zurückgegangen? Leben Sie vom Tourismus? Fragezeichen. Genau. Sie leben vom Tourismus. Die älteren Generationen, also so in dem besten Alter, so wie ich, haben Maisanbau und Lebensmittelanbau und solche Sachen, das machen sie auch und verkaufen diese Sachen auch. Aber einige haben sich auf die Erzeugung und den Verkauf von Kunsthandwerksprodukten konzentriert und diese Kunsthandwerksprodukte an TouristInnen verkauft, beziehungsweise gibt's eine starke Kooperative und eine starke indigene Frauenbewegung. Und das hat dazu geführt, dass es ein von indigenen Frauen betriebenes eigenes Hotel gibt, indigene Frauen eigene Medizin- und Kosmetikprodukte herstellen und so weiter. Und all diese Dinge, ja, die werden auch exportiert in die USA, aber sie werden vor allem auch an Touristen, Touristinnen verkauft. Vor allem die kleineren ProduzentInnen, die sind stark auf den Tourismus angewiesen. Zusätzlich wurde ja auch in Mexiko, auch in Sinacapan zu Corona-Zeiten die Schulen geschlossen und viele der besser ausgebildeten, der gut ausgebildeten jungen Menschen sind als Lehrerinnen in den Schulen tätig und wurden jetzt arbeitslos, ja, weil sie die Lehrerinnen nicht mehr gebraucht haben. Also auch meine Nichte
ist arbeitslos. Hm. Ihr Mann hat seinen Job verloren in der Kooperative, bei der Arbeit aus Seppern. Er hat Kaffee in die umliegenden Gemeinden ausgefahren. Ja, durch Corona haben sie das nicht mehr gebraucht. Geht nicht. Also auch der hat seinen Job verloren. Sie hatten im ganzen Haushalt haben sie kein fixes Geldeinkommen, außer sie verkaufen ihre Pimienta oder andere andere pflanzliche Produkte, die sie haben. Es gibt noch eine weitere Frage. Wie sieht die Beziehung zwischen offiziellem Katholizismus und indigener Ontologie bzw. Kosmologie aus? Gibt es da eventuell Spannungen oder Widersprüche? Das ist interessant. Widersprüche, Spannungen gibt es dann, wenn ein neuer Pfarrer in die Gemeinde kommt, der mit den Gepflogenheiten nicht so vertraut ist. Da gibt es aber dann gleich auch Widerstand. Da leidet er gleich. Aber so was ich gesehen habe, ja, also es gibt einen Pfarrer, der schon sehr lange vor Ort ist, der spricht auch Nahuatl und der geht auf diese indigenen Bezugswelten ein. Also diese Feste irgendwie, die da in den Kirchen auch stattfinden, ja, Rituale in den Kirchen, die sind faszinierend. Es werden in den Kirchen verschiedenste laute Tänze aufgeführt für Gott, wie sie sagen, aber wo man auch diese mesoamerikanischen Ontologien erkennen kann. Es werden in den Kirchen vor den heiligen Statuen wird Essen aufgestellt. Es werden den heiligen Gaben dargebracht. Der heilige Michael, das ist der Schutzheilige der Gemeinde Zingerkappern, wenn der heruntergestellt wird, kurz bevor sein großes Fest im Herbst stattfindet, dann gehen die Leute dorthin und streichen drüber als Reinigungsmöglichkeit, ja, um Heilung voranzutreiben oder auch als Schutz vor bösen Wind. Und die Pfarrer, die einigermaßen vertraut sind mit den Gemeinden, akzeptieren das. Die Pfarrer haben ihre eigenen Mittel, die Leute dann ihrerseits in eine Richtung zu drängen, die sie wollen. Ich habe gesagt, indigene junge Menschen ziehen einfach zusammen, ja, heiraten oft sehr spät. Da sind schon mehrere Kinder da, das habe ich nicht gesagt, aber Tatsache, weil das auch ein finanzieller Aufwand ist. Und manche heiraten gar nicht und das stört den Pfarrer. Und da hat er sich jetzt eine List einfallen lassen und hat gesagt, das zweite Kind tauft er erst dann, wenn die Eltern verheiratet sind, wenn die geheiratet haben. Das erste Kind geht noch durch, das zweite nicht. Und das, ja, hat dann zu einer Welle von Heiraten geführt. Es gab auch Tricks. Man ist dann in eine Gemeinde gegangen, wo der Pfarrer nicht so streng ist. Dann noch eine Frage, eine aktuelle. Wie gehen die Leute vor Ort mit angebautem Mais, wie gehen Mais um, der nicht den rituellen Vorgaben entspricht? Also in der Vergangenheit, ich müsste jetzt schauen, wie das jetzt ist, die Veränderungsprozesse gehen rapide rasch vor sich. Ja, immer wenn ich 2 Jahre nicht dort war, dann bin ich ganz erschrocken, was alles wieder passiert ist. Nämlich nicht nur zum Positiven, manches ist auch positiv, aber gerade in diese Richtung das zum Negativen. Aber was ich beobachtet habe, haben sie Mais, der jetzt nicht aus der Region stammt, allerhöchstens verwendet, um ihn an die Tiere zu verfüttern. Es dürfte sich schon verändert haben. Sie essen jetzt auch manchmal vorgefertigte Tortillas, was ein No-Go war in der Vergangenheit. Ja? Es ist 9:30. Die Zeit haben wir wunderbar mit spannenden Themen verbracht. Vielen Dank, Patricia. Ja, ich muss mich bei dir, Ingrid, und bei der Tina Madl bedanken für die hervorragende Betreuung. Dankeschön.